Herzlich willkommen zum Tanzkurs der Tanzschule Fritzsche. Heute werden wir uns als ersten Tanz den langsamen Walzer vornehmen, den wir in drei Punkten gemeinsam erarbeiten werden. Erster Punkt wird sein, die Schritte des Herrn allein erst einmal. Danach nehmen wir unsere Dame dazu, erklären die Tanzhaltung. Und als dritten Punkt werden wir das Ganze mit Musik vorzeigen und auch erklären, wo die Herren in der Musik einsetzen müssen. Kommen wir nun zum ersten Punkt, dem Schrittsatz des langsamen Walzer. Wir werden uns heute das Rechtskarree vornehmen, wo wir erst einmal alle mit dem rechten Fuß vorwärts beginnen. Einen Schritt rechts vor, mit dem linken Fuß einen Schritt seitwärts und das rechte Bein schließen wir heran. Danach gehen wir mit dem linken Fuß einen Schritt zurück, gehen mit dem rechten Fuß einen Schritt seitwärts und schließen das linke Bein heran. Probieren wir zunächst den Grundschritt des Rechtskarrees ein paar Mal gemeinsam hintereinander. Wir beginnen mit dem rechten Fuß. Rechts vor, links seit, rechts schließen, links rück, rechts seit, links schließen. Vor, seit, schließen, rück, seit, schließen, vor, seit, schließen und rück, seit, schließen. Und wir werden das Ganze jetzt paarweise probieren und den Schrittsatz der Dame dazu nehmen. Am Anfang können wir uns ganz locker voreinander aufstellen. Wer möchte, kann sich auch beide Hände geben. Der Schrittsatz, den wir gerade probiert haben, gilt für die Herren, aber in dem Karree ist auch der Schrittsatz der Dame versteckt. Denn die Dame beginnt einfach nur versetzt mit dem zweiten Teil, nämlich mit dem linken Fuß rückwärts begonnen. Dann haben wir er rechts vor, sie links rück. Ich zähle immer für die Dame mit, damit die Damen besser umdenken können. Links rück, rechts seit, Füße schließen, rechts vor, seit, schließen. Links rück, seit, schließen, rechts vor, seit, schließen. Kommen wir nun zur Tanzhaltung. Wir stellen uns erst einmal voreinander auf, mit leichtem Abstand und der Partner leicht rechts versetzt an der Seite. Seine linke Hand und ihre rechte Hand sind gefasst, circa auf Augenhöhe der Dame. Er legt seine rechte Hand auf das linke Schulterblatt der Dame, sie die linke Hand auf seinen Oberarm. Zeigen Sie einmal von der anderen Seite. Die rechte Hand auf dem Schulterblatt. Der Mittelfinger bitte nur bis zur Wirbelsäule, nicht zu weit rumfassen. Ihre Hand, Ihre linke Hand, ist auf seinem Oberarm kurz vor der Schulter. Immer schön aufpassen, dass die Ellbogen auf einer Höhe sind, damit das Paar auch symmetrisch aussieht. Bevor wir jetzt paarweise anfangen zu tanzen, gehen wir ganz kurz noch einmal auf die Führung ein. Nachdem wir eine schöne Tanzhaltung eingenommen haben, ist es wichtig, dass diese während des Tanzens nicht mehr verändert wird. Bedeutet, die Arme sollten leicht angespannt sein, damit die Dame spürt, wenn er seinen Vorwärtsschritt macht und beginnen möchte. Er mit dem rechten Fuß vor, die Dame mit dem linken Fuß rückwärts begonnen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bevor wir dazu kommen, das Ganze nach Musik paarweise zu zeigen, werde ich einmal ganz kurz die Musik erklären. Der langsame Walzer steht im Dreivierteltakt und Sie haben drei Taktschläge, die zusammen gehören und zu unserem Schrittsatz auch passen. Der erste Taktschlag ist immer schwer betont, meist bumm deutlich zu hören. Der zweite und dritte Taktschlag immer leicht betont, tick, tick. Dann haben wir immer abwechselnd bumm, tick, tick, bumm, tick, tick. Und jetzt das Ganze mit Musik. Wir hören uns die Musik erst einmal an. Bum, tick, tick, bum, tick, tick, bum, tick, tick. Der Mann sollte immer beim Bum beginnen. Bum, tick, tick, bum, tick, tick, bum, tick, tick, bum, tick, tick. Wenn das gut klappt, kann man auch versuchen, das Ganze rechtsrum zu drehen. Der Schrittsatz bleibt dabei aber immer erhalten. Das war der erste Teil des Tanzkursus der langsame Walzer. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Beim zweiten Tanzkurs geht es um den Wiener Walzer.
und dieser baut auf dem Langsamwalzer vom System her auf.